Ja, hör ich mal und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Guild Wars 2, der Wächter, wie immer auf Fränkisch. Endlich habe ich dieses blöde... Danke an diejenigen, die jetzt noch in der Gruppe bei mir waren. Diesen Aussichtspunkt und auch das letzte Herzchen. Das letzte Herzchen war hier unter Noxin versteckt und es war nicht angezeigt auf der Karte. Das heißt, da hätte ich lang auf die Karte glotzen können. Aber es war hier, das wurde mir gesagt. Und das mit dem Schweinewerfen schießen, das hat auch jetzt funktioniert. Ich war einfach nur immer zu blöd und habe nicht lange genug gewartet. Und wenn man lange genug wartet, dann kann man von hier aus mit dem Katapult nach oben geschossen werden. Auch wenn immer wieder da steht, dies, wie ihr hier schon seht, Inhalt wurde vorübergehend deaktiviert. Stimmt nicht ganz. Okay, was will ich jetzt hier? Erst einmal verkaufen noch schnell. Es tut mir leid, das habe ich jetzt gerade vergessen. Erst mal hier alles weg, so. Und dann. Weg. Achso, das waren noch die Dinge von... Ach, die hab ich immer nicht weggeworfen. Naja, was soll's. War das denn? Nee. Irgendwo habe ich doch so einen Überwurf mir geholt. Ist ja egal. Mehr gibt es nicht zu sagen. Okay. Und diese ganzen Beutelchen noch öffnen. Lust auf eine Expedition? Vielleicht gern Osten? Expedition was? Normalerweise schon, aber da geht's. So. Okay. Dann esse ich, was esse ich? Jetzt habe ich keine... Doch, hier ist noch magisches Gespür. Wunderbar. Und da nehmen wir auch eins. Okay. Ach, war das nicht das? Genau, das war das. Seraphenbeinkleid. Okay, lauter Schlüssel habe ich bekommen, aber noch keine Truhen. Die sind jetzt natürlich im Bankfach. Gut. Der Kale-Blabla-Wald. Wir fangen doch mal an. Indem wir... Leider habe ich ein paar Sehenswürdigkeiten hier so... Da bin ich halt drüber gelaufen. Bin hier ein paar Mal hin und her wegen dem Jumping Puzzle. Wegen den drei Jumping Puzzle wohlgemerkt. Weiß gar nicht, welche ich schon gezeigt habe, welche nicht. Hier ist auf jeden Fall schon mal eine unentdeckte Stelle und da laufen wir jetzt hin. Rückzug! Denn wir haben jetzt hier auf dieser Karte nur noch 8 fehlende. Das sind diese 8 fehlenden. Wir haben hier 6. Sind das die gleichen? Es könnte doch in etwa hinkommen, ein bisschen was passt nicht ganz, aber das sollte nicht das Problem sein. Okay. Und ich versuche natürlich nebenher die Jumping Puzzle zu machen. Was ist das jetzt hier? War ein blöder Weg. Das ist ein Anfangsgebiet, das heißt, das sollte eigentlich relativ schnell gehen. Achso, ich muss ja nach oben. Okay, dann sollten wir jetzt mal anfangen, erstmal alles hier zu machen. Würde ich sagen, laufe ich erstmal rechts hier entlang. Rückzug! Und dabei auch beim ersten Jumping Puzzle vorbei. Das ist doch mal schön, hm? Und dann kann ich dazu übergehen, auch noch die restlichen Jumping Puzzle mal zu suchen. Ich habe ja schon ziemlich viele. Aber mir fehlt noch 1, 2, 3 Stück fehlen mir noch. Also die kriege ich auch noch hin. Rettet euch! So, der Eingang ist hier. Also direkt von dem ersten Wegpunkt hier hinlaufen. Ist der erste Jumping Puzzle Eingang. Wie gesagt, es gibt 3 Stück. Eins davon habe ich ja, glaube ich, auch schon mal gezeigt auf YouTube. Ich bin mir nicht sicher. Ich werde es aber trotzdem vielleicht alle 3 nochmal machen. Die sind alle nicht so... Also das eine ist schon schwer, aber... Also der Eingang ist hier in dieser... Kuhle, ja. Zack.
plumpst man nach unten. Könnte auch wieder nach oben klettern, will ich aber nicht. Ob man diese Kugel da braucht, weiß ich nicht. Die jetzt dann da gleich kommt, wo ist sie denn? Achso, ich muss ja erst noch eine Runde, hallo? Schwimmen, genau. Rückzug! Und dann kommt ein blödes Rumgekletter, um dann an eine puppelkleine Truhe zu kommen, die mir dann eine Stufe 5 Gegenstand. Hier, ich weiß nicht, was dieser blaue Leuchtstein soll. Ich nehme aber natürlich mit. Ah, bin viel zu schnell. Was auch immer der kann. Man weiß es nicht. Aber vielleicht hält er auch irgendwelche bösen Viecher von mir fern. So, und hier freue ich mich natürlich wieder, ein Asura zu sein, weil die Decke sehr niedrig ist. Mit einem Norn oder einem anderen Klasse hat man da schon noch größere Probleme, wie ich sie schon habe. Und ich habe schon Probleme, hier alles zu sehen. Ja, also wie ihr seht, das ist nicht unbedingt wenig anspruchsvoll. Sondern es ist schon eher anspruchsvoll. Darüber jetzt. Gerade für ein Anfangsgebiet Jumping Puzzle. Da hat man auch schon mal leichtere gesehen. Okay. Uah. So. Nochmal nach hier. Nicht nach da, sondern nach da. Aber es sind jetzt keine schwierigen Sprünge, also. Das ist mehr so eine. Man muss das. Was ist denn da? Da sind noch mehr von diesen. Warum nehme ich die dann mit? Pfui. Vielleicht kann man hier auch noch was ganz was Tolles anderes machen. Also hier ist auf jeden Fall die herrliche Truhe. Eine herrliche gleich. Wunderschön, und wir sind auch gleich ein ganz schönes Stückchen gelaufen. Also eigentlich nicht wirklich. Aber man kommt hier ziemlich im bösen Morast raus. Und das ist am Anfang. Ah, ich muss hier sowieso ein Herzchen machen. Das ist ja praktisch. Aber das sollte ja hier nicht lang dauern. Ja. Ein bisschen Seraphenspähe. Am Anfang ist es natürlich nicht so leicht. Was posten wir denn jetzt hier? Soll ich da jetzt auch mal was posten oder was? Hey, bleibst du da? Alter. Kommt mir hier das Krokodil oder was? Es geht aber ratzfatz hier. Sagen. Wahnsinn. Wo ist denn hier mal noch was? Da, ich fühle mich riesig. Ja, unverwundbar. So, auf. Ach Gott, ist die Brücke. Na egal. Gut. Das war auch gleichzeitig das Herzchen von da drüben. Und hier oben ist eine. Ah, wie kommt man da wieder hin? Rettet euch!
Zeig. Okay. Springen wir gleich in den Tod. Hervorragend. Rückkopplungsschleife gestartet. Dann da drüben ist ein Herzchen. Machen wir das auch noch gleich. Er spricht mit einem Hund verwandelt zu werden, hilft anschließend verwirrten Hunden und sucht mit einem Superschnüffler seltsame Gerüche und spielt mit Welpen und bekämpft Ungeziefer. Das ist doch mal auch eine sehr nette Aufgabe. Nutzt den Moment. Sicher, wie kann ich helfen? Klingt spannend, hopp. Also. Hier, komm, wie kann ich mit dem... Da ist der Kleine. Uff. So, Gerüche entfernen. Welpen spielen. Welpen! Ich weiß ja nicht, wie die was die als spielend bezeichnen, aber... Belebend! Hossa! Hossa! Okay, gibt's hier noch was? Was ist denn das? Yay! Gut, ein Spinnen zerquetschen. Gut, gehen wir wieder zurück und gucken, was es als Belohnung gibt. Nein. Es ist herrlich, am Leben zu sein. Schleimtopf oder Kriegshorn des Rudelmeisters? Naja. Ich muss dann mal los. Das sind jetzt nicht die Belohnungen, die ich erwartet hätte. Stopp nach rechts. Ich will euch ja schon kurz wenigstens minimal, wenn ihr schon so lange zuguckt, dann immer zeigen, was es da so gibt. Damit ihr gleich wisst, lohnt sich's nicht. Lohnt sich selten, aber... Am Anfang lohnt es sich natürlich mit dem ersten Charakter, bis man Stufe 80 ist, bei den entsprechenden Herzchen immer ein bisschen vorbeizugucken, aber beim Rest lohnt es sich nicht wirklich. Sag mal, wo ist denn der? Wo denn? Oh Mann! Ich stehe zu euren Diensten. Das ist schön. Kastell nennen die das. Rezepte. Rüstungsschmied 0. Cool. Kaufe ich. Gut. Dann. Einmal nach da. Rückzug. Zur super tollen Spirale des Todes. Da gehen wir jetzt dann gleich mal ins nächste Jumping Puzzle. Das ist ein bisschen aufwendiger. Und auch meines Erachtens das Schwierigste hier. Besiegt bei der Spirale Untote, säubert verdorbene Raupenlöcher und okay. Gestorben. Danke. Vitalität wiederhergestellt. Di-d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 i. Und Hundenleichen. Agent Rex? Was machst denn du da, Agent Rex? Da war aber nichts da unten, ne.
Mein gehört alles zum Plan. Ehrlich. Hier! Hierher! Der Agent Rex, okay. Eskortiert Agent Rex, während er an Hainhütter-Spion und Lurim Vorräte liefert. Och, ich weiß nicht. Unsere Feinde sind da! Ja, doch. Lebenspunkte erhöhen sich! Gut, next one. Und noch einer irgendwo. Damit ich da. Ach, nimm mal das verdammte Raumloch. Gut. Das war also die Nummer 3. Ich gucke mal schnell noch, was es als Belohnung gegeben hätte. Der war, glaube ich, oben drauf, oder? Nutz den Moment. Hm. Kauf ja mal. Warum denn nicht? Okay, und jetzt also zum Jumping Puzzle, wie man schon sich hätte denken können. Geht's hier erstmal hoch. Was jetzt nicht unbedingt. Also es könnte auch mal passieren, dass es ich jetzt ein paar Mal runterfällt. Zwar nicht sonderlich schwer, aber auch nicht unbedingt das leichteste. Wenn man so deppert hin und her wackelt. Oder mir irgendwelche Leute Speed geben wollen. Hier hoch. Ups. Und aufpassen, dass bei euch die Kontaktlinsen nicht so trocken werden, so wie bei mir gerade. Auch mal blinzeln zwischendurch. Okay, jetzt sind wir hier also oben und jetzt muss man noch rüber, um dann zur wohlgemerkt ersten kleinen Truhe zu gelangen. Sieht manchmal ein wenig gefährlich aus hier, die Sprünge, ist es aber nicht, das sind relativ einfache, wirklich schwierige, beziehungsweise ein wirklich schwieriger kommt dann noch im zweiten Teil dieses Jumping Puzzles. Der ist wirklich nicht ohne, da fallen regelmäßig, das kann mir durchaus auch wieder passieren, dass ich in den Tod runterplumpse. So, einmal die herrliche Truhe. Und dann geht's hier weiter. Und das ist gerade, wenn man in diesem Levelbereich ist, sehr hart ab hier. Das heißt, da sollte man schon in der Gruppe gehen. Weil sonst könnte es problematisch werden. Vor allem, weil gleich lauter wieder rankommt. Ja, oder so wie ich, man einfach mal in den Tod runterplumpst. Ah, verdammt. Gut. Ich mach's jetzt erstmal nicht nochmal, weil ich werde alle Jumping Puzzles ja sowieso nochmal in einer separaten Aufnahme zeigen. Es wäre jetzt hier allerdings die Möglichkeit, dass man da ein Tor öffnet, sodass Leute, die etwas unbegabt sind mit dem Springen, auch hier reinkommen. Und einem helfen können. Und dann kann man sich eben hier so ein wenig durchschnetzeln. Da vorne steht eine kleine Truhe nochmal. Hier. Ja, sind aber auch Veteranen irgendwo mit dabei. Man muss ein bisschen aufpassen. Und dann geht's aber zum zweiten Part des Jumping Puzzles. Und zwar hier diese Dinger wieder hoch. Also hier geht man jetzt runter, wo ich jetzt gerade in den Tod gefallen bin. Geht man nochmal alles runter. Und da drüben geht man wieder hoch. Muss dann irgendwie hier so ganz nach oben raus. Zu einer fantastischen Truhe, irgendwas. Schieß mich tot.
Naja, wie auch immer. Okay, wir machen weiter. Wo? Da. Oder da? Machen wir das da. Weil das ist eine kleine Enklave. Der ist wohl von der oben runter geplumpst. Das machen viele hier. Also wer seine Aufhebdinger mal voranbringen möchte, der sollte das da tun. Was? Champion der Halleck? Na ja, komm, warte mal. Ich helfe. Machen wir doch mal gerade. Ehrlich ist es verwundbar. Was für eine wilde Jagd. So, gut. Hast du was gedroppt? Winzige Klaue. Ui. Okay, dann auf zur Enklave. Gendrex. Du schon wieder. Du liegst da überall tot rum. Wahnsinn. Kein Entrinnen. Also, denn hier können wir uns quasi verkleiden und da drin mitmischen. Ja, was kann ich zu tun? Ich bin bereit. Und schwupps, es geht rein. Den Kaledon-Walz, oder wie er sich schimpft, den habe ich ja noch ziemlich gut in Erinnerung durch meinen Elementarmagier, den ich mit dem Wächter gleichzeitig angefangen habe. Ich glaube, ich habe ihn mittlerweile gelöscht. Ich bin jetzt gerade nicht sicher. Aber keinen Spaß macht. Aber naja, ich sehe also völlig anders aus. So leicht. Trenne sie von ihren Wurzeln und sie brechen wie Äste. Was wollt ihr? So, und ihr irgendwas kann man hier machen. Was können wir machen? Was wollt ihr? Lebenspunkte erhöht! Der Albtraum-Duellant. Aha, so würde ich also als Wächter von Dinner ausschauen. Ich habe keine Zeit für Dummköpfe. Naja, dann wunderbar. Ich soll ihn trösten, damit er sein Leid erträgt. Spiel ich mal ein wenig mit dem Welpen. Oh, süß. Hey, bleibst du da? Und diese Hunde da oben, es könnte jetzt passieren, dass die verbuggt sind. Also die Fertigkeitsherausforderung. Stopp, nicht wieder rausgehen. Albtraumwache. Geh fort. Brave Welpe. Danke, ich fühle mich wieder ganz. Danke. Ja, ich sollte befreien. Das sieht der Schwert gleich ein wenig besser aus, wobei es nicht wirklich.
So, das hätten wir auch. Dann Fertigkeitsherausforderung. Wunderbar, hat geklappt. Dann sind wir hier fertig, soweit. Ist er? Ja. Dialoge wie aus einem Blockbuster. Super Movie. Wahnsinn. Ihr seid meine Zeit nicht wert. So, verlassen. Habe alles, dann können wir hier mal nachfragen, was es gab. Vorsicht! Ein Höschen. Das ist gar nicht so schlecht, ne? So für den Anfang. Wir leben in gefährlichen Zeiten. Okay. Alles töten! Gut. Rückzug! Wir sind angekommen. Jetzt. Ja, das ist sehr schön. Was? W-O oder W-W? Findet und vernichtet Spinnen in ihren Verstecken, sammelt essbare Pilze für Elaine, Reis, bla bla bla. Essbare Pilze hier, zack. Machen wir. Kein Problem.